Heute reden wir wieder über das Glück. Was macht uns glücklich? In vergangenen Videos habe ich über die Ideen aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück gesprochen. Ja, das ist ein Roman und in diesem Roman sammelt der Protagonist Hektor viele Ideen. Und die 11. Idee ist, Glück ist, wenn man ein Haus und einen Garten hat. Ja, Glück ist, wenn man ein Haus und einen Garten hat. Das ist Idee Nummer 11 aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Stimmst du zu? Nun, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob dies auf alle Menschen zutrifft. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute sehr glücklich sind, weil sie ein Haus haben und weil sie einen Garten haben und sie können regelmäßig Gartenarbeit verrichten und sie sehen, wie ihre Pflanzen wachsen. Vielleicht bauen sie sogar Nutzpflanzen an, also zum Beispiel Tomaten oder Gurken, ja, die sie dann später essen können, oder Gewürze wie zum Beispiel Schnittlauch. Ja, Schnittlauch wächst sehr gut in Deutschland, ja, und ist ein gutes Gewürz, ja, Schnittlauch. Und diese Menschen sind bestimmt sehr glücklich, weil sie eine feste Bleibe haben und weil sie es geschafft haben im Leben. Ja, sie konnten es sich leisten, ein Haus zu kaufen. Aber ich denke, in heutiger Zeit ist es vielleicht gar nicht so eine gute Idee, ein Haus zu kaufen. Viele Leute, die Ahnung haben, was Finanzen betrifft und Investmentstrategien, meinen, dass ein Haus zu kaufen eine schlechte Investmentstrategie ist. Ja, man verliert nur Geld, wenn man ein Haus kauft. Und auch Leute wie ich sind vielleicht nicht so glücklich mit einem Haus. Ja? Oh wow! Lustiger Vogel. Und ich bin jemand, der gerne die Welt entdeckt. Ja? Ich bin jemand, der gerne reist. Und ich frage mich, ob vielleicht Leute wie ich gar nicht so glücklich wären mit einem Haus. Ja? Weil man durch ein Haus auch sehr gebunden ist. Ja? Man ist sehr fest an einem Ort. Ja? Und auch wenn irgendwas passiert, ja, dass die politische Situation ändert sich in dem Land oder es gibt eine Naturkatastrophe, dann kann man nicht einfach an einen anderen Ort gehen, weil man ein Haus ist und dadurch, weil man ein Haus hat und dadurch gebunden ist. Ja. Was denkst du? Ich bin gespannt. Sag mir Bescheid in den Kommentaren. Ist man glücklicher, wenn man ein Haus hat und einen Garten? Oder gibt es viele Menschen, die dadurch gar nicht glücklich werden? Okay, ich bin gespannt, was du denkst. Bist du auch so eine Wanderseele wie ich? Ja, bist du auch jemand, der gerne ungebunden ist? Oder bist du jemand, der gerne sesshaft ist? Ja, bist du gerne sesshaft? Bleibst du gerne an einem Ort? Oder reizt es dich, in die Welt hinauszugehen? Ja? Hast du Fernweh und möchtest lieber deinen Wohnort häufig wechseln? Okay, was denkst du? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.